Hallo und willkommen zurück zu Sniper Elite 4 mit dem Skuldur als Partner. Hallo. So, wo waren wir stehen geblieben? Und zwar als nächstes Informationen finden. Oben rechts. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen da wieder rechts irgendwie hoch, kann das sein? Nee, oder? Hä, warte. Weil das ist doch in diesem komischen... Obwohl, nee, der oben nee, vorne nee, ist... Oben rechts. Also wir müssen hier lang. Oh, halt vielleicht lieber... Oh, da links oben. Ah, ich glaube, da ist wieder ein Geschütz oder sowas, oder? Ja, Vorsicht, ich glaube, da ist ein Eingang. Da könnten sie uns eventuell sehen. Ich glaube, da kommt gerade jemand raus. Oh Gott, da ist ein Pandaturm. Du hast recht, da kommt einer. Ich überlege gerade, soll ich den killen? Ja, Nahkampf, oder was? Hoffentlich kann ich heute Nacht schlafen. Alle beide gleichzeitig. Ja, lieber einmal zu. So, der Turm da, der ist, da müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen ran schleichen. Ja, vielleicht können wir, ich geh mal hier unten rein. Ah ja, guck mal, hier kommt man hier ein bisschen weiter rechts. Okay. Wow, was? Hier ist ein Gegner? Oh, lol. What? Ganz ruhig. Hat er dich gesehen? Ja. Also, nein. Was machst du denn jetzt? Kann man durchsuchen. Achso. Da wäre es jetzt interessant, hier kommen wir hier raus, oder? Ja, wo kommen wir denn hier raus? Rechts ist jetzt dieser Turm. Okay, aber wo kommen wir raus, wenn wir da unten weitergehen? Da ging es ja noch weiter, oder? Ja. Ach, das ist so ein Bunker. Ach, wir hätten hier irgendwo unten lang gehen können. Mhm. Ja, komm, was aufnehmen. Schick. Ist das zum Zerstören? Nee. Ne. Ah, guck, da kann man hochklettern. Da hinten war. Das sind, glaube ich, so Rohre. Aber ich glaube, wir waren da ganz gut unterwegs, eigentlich, oder? Wo würden es denn hier lang gehen, wenn wir hier die. Ach, da kommen wir zu den Waffen zerstören, ja. Ja, nee, oben war ganz gut, denke ich. Hier links, ne? Ja. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen spannend mit diesem blöden Turm da. Ja, ich hoffe mal. Speicher mal lieber hier, ne? Bevor wir hier rausgehen. Hast du? Mhm. Man kann sich an den zwar ranschleichen, aber dass da alles so ein Typ hier steht. Gut, ich weiß nicht, der Turm, wir können... Oh, wow. Der hat schon reagiert. Ja, ich wollte gerade sagen, dass hier kein Geräusch unterdrücken ist, wenn die erschießt, verstehe ich nicht. Verstehe jetzt alles. Sollen wir damit Schalldämpfer alle beide gleichzeitig raus? Du den rechten, nicht den linken oder sowas? Kannst du den rechten auch anschießen? Weil ja, kann ich. Irgendwie. Ja, der linke wäre besser bei mir. Warte, ich muss hier mal das Licht ausschießen, warte kurz. Ich hoffe, dass es jetzt hier nicht anlockt. Ah, da hinten hat es einen angelockt. Drei. Die sind unten. Kommen die da jetzt irgendwo hoch? Eine guckt nach, wir sollten ein bisschen... Ach, das Licht auch. Wow, da ist ein Scharfschütz irgendwo. Oh ja! Oh shit. Da hinten. Auf, von mir aus gesehen 12 Uhr. Ah ja, sollen wir den ausschalten? Hinter dir! Wow. Deckung aufgeflogen, Moment. Irgendwie ist gerade was schief gegangen. Ja, weil hinter dir war ein Soldat, den, ja, keine Ahnung, den habe ich zwar erschossen, ich glaube der Scharfschütze hat aber uns aufgedeckt. Ich glaube der Scharfschütze, warte, dann können wir aber gleich hier. Mal, wo ist denn der? Ach so, der geht immer rum. Der steht nicht immer da. Aha. Müssen wir aufpassen.
Aber das Licht müssen wir trotzdem ausknipsen. Ah ja. Weil das sichtet uns so hart. So, und jetzt die anderen erstmal wieder weggehen, bis die anderen wieder da, bis die anderen da sind. Da hinten kann man ein Loch in die Wand, glaube ich, schießen. Geh mal runter. Wenn der hier reinkommt, könnte ich vielleicht Nahkampf machen. Du könntest du vielleicht sogar... Ah, Bull, nee, wenn du pfeifst oder standen wirst, dann kommen die vom Turm wahrscheinlich auch her. Ja? Ah, er kommt her. Er kommt her. Er kommt her. Schmeiß mal einen Stein oder sowas. Ein Geräusch, ganz eindeutig. Perfekt, gleich aufheben, weil irgendwie... Ich weiß nicht, ob die anderen... Achso, ich will gleich aufheben. Ich weiß nicht, ob die anderen noch alarmiert sind von... Ja, aber die bewegen sich anscheinend nicht. Ich glaube, das war von vorhin noch, die Alarmierung. Also ja. Von dem Licht ausschießen. Oh, nein, die haben es gerade gemerkt. Warte, ich stelle mich rechts hin. Oh. Hoffentlich funktioniert das. Oh Moment, ich eventuell muss ich vielleicht doch... Oh, scheiße. Du machst den ersten. Ich bin in der Deckung aufgeflogen, keine Chance. Du hast mich geblockt, ging nicht. Ist rausgerannt. Ja, weil er mich gesehen ja, hat. Ja, nee. Scheiße, das war jetzt blöd. Aber jetzt merken... Okay, die merken also, dass da niemand fehlt. Alles klar. Aber wo ist er von der Scharfschütze wieder hergekommen? Der steht nicht da, oder? Oder bin ich doof? Bin ich damit... Ja, aber die... Ja, weißt du, das war alles nur, weil du zwei Lichter ausschießt, ne? Der nächste Mal, wie ultrasensibel dieses Kackspiel ist. Ja. Und noch mit einer Schalldämpfung. Dann hören die das unten im Bunker, dass irgendwo oben nicht kaputt geht. Springen. Oh Mann. Wollen wir das noch ohne Licht machen? Also bei mit Licht. Ja, müssen wir ja fast. Gut, also ich würde den linken da fallen. Aber da ist noch einer, ne? Aber der ist ein bisschen weiter weg. Ja, das Ding ist, wenn ich nur eine Millisekunde rausgucke. Was zum... Runter! Ja, also ich den linken sagst, oder? Nein, ich den linken. Wow. Also ich den rechten. Ich kann nicht mal raus, das sieht mich sofort. Ja, deswegen, das sind die Lichter. Die müssten wir echt ausknipsen. Wir müssen die irgendwie nacheinander irgendwie unten einherlocken. Warte, wenn ich jetzt rausschaue, dann, ja, dann sieht er mich wirklich nicht, ja. Achtung, der erste kommt, wir müssen wieder, machen wir das gleiche wie vorhin. Den ersten mache ich, dann gehen wir runter und dann töten wir die anderen zwei alle beide unten. Ja. Wow, da kommt die, oh shit. Wow. Oh shit, das ist nicht gut. Komm her, komm her, komm her, komm her. Soll ich Stein werfen? Ja. Sieht er dich, wenn er da reingeht? Nee. Sonst kann ich und. Oh! Der andere, die anderen beruhigen sich. Cool. Ah, nee, jetzt kommt er hoch. Lol. Was zum. Aber wieso? Wieso ist es ganz anders? Ich verstehe das auch nicht, warum das jetzt ganz anders ist. Ich überlege gerade, ob ich den da hinten kill, weil irgendwie... Oh Mist. Scheiße. Gott sei Dank. Im Notfall haust du halt mit dem Schuss raus, ist eh leiser. Hat er sich hier wieder im richtigen Moment umgedreht? Ja, ja, richtig passend, ne? Das ist der Wahnsinn. So, dann bringe ich dir mal runter in den Keller.
Er reagiert einer. Ja, aber wenn es nur einer ist, ist okay. Den kannst du dir dann gönnen. Ja. Na? Ich schieß den, glaube ich, einfach kurz raus. Achtung, der andere hat was mitbekommen. LOL. Hä? Er ist aber nicht so. Ich überleg gerade, der ist dann nur noch alleine, ob ich den schon raushau. Er holt erstmal die Leiche. Ich schau, dass er nicht herkommt. Genau, wenn du die Leiche unten hast, kannst du ja nochmal speichern. So, Unterschallmunition ist drin. Also Unterschallmuni habe ich. Da ist. Hey, ist es jetzt nur noch einer? Ah ne, da hinten ist noch einer. Der beim Turm ist eigentlich alleine eigentlich. Und ich überlege gerade, ob ich den anderen da vorne raus. Okay, dann machst du den, erschießt den und ich mach. Warte, wenn der Turm zu uns guckt, erschießt du den anderen. Warte, kommt einer, warte. Oder erschießt den anderen jetzt. Oh shit. Passt. Ja, man muss ihn ja nicht unbedingt in die Luft jagen, oder? Nee. Eigentlich nicht, nee. Sollen wir den anderen da auch rausschießen, der 78 Meter weg ist, oder? Andermal. Ja, ich weiß nicht, weil da der links davon. Nee, ich meine im Rücken von uns, aber wurscht, komm. Jetzt müssten wir eigentlich da nur noch. Ich tu die Leiche Eingang rein. Bring schnell die Leiche da weg. Nicht, dass da einer den schießt. Weil ich gerade voll im. Bei der. Oh shit! So. Weil er voll im Licht war. So. Den könnte man so schön rausnehmen da hinten eigentlich, ne? Yeah. Warte, jetzt den ich den rechts und du den links. Ja. Warte, in 3, 2, 1, jetzt. Warte, oh, shit. Es kann sein, dass da jetzt welche rauskommen. Die haben, ja, ich wollte gerade sagen. Den könnte ich jetzt raus, da ist nur noch einer, ne? Ja, ich könnte beide. Nimm du den linken. Ich könnte auch beide. Ich nehme den linken. Ich nehme den rechten, okay. Okay, 3, 2. 3, 1. Links ist noch einer. Ja, um den kannst du dich kümmern. Nice. Ich glaub, du dann eigentlich nur noch da rein. Und die Infosohne. Hol du mal die. Ah, eine ist da noch. Achtung. Ah ja. Sonst nicht mehr? Gut, muss reichen. So. Ist der hier oben? Ah, ne, das. Mach hier gerade mal Reinigungsdienst. Ich habe hier einen Offizier gekillt. Durchsuchen bitte, weil wegen Sammel. So.
So, die kuscheln gerade alle miteinander in diesem Busch. Sehr schön. So, jetzt Map, dann haben wir das erledigt. Sollen wir dann die Waffen zerstören? Oder? Ja. 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 Ja, passt, dann machen wir das. Ich überlege gerade, ob wir das echt nochmal zerstören sollen hier. Wenn wir schon da sind. Ach, was soll's. Ja. So, weiter geht's. Ich kann es wahrscheinlich eh nicht. Sag doch. Hey, was ist eigentlich gelb angezeigt jetzt auf der Karte? Ich weiß es nicht, das ist ja auch so ein Geschütz, oder? Ringstand. Gut. Den unten können wir eigentlich ausschalten, oder? Mhm. Aber ich überlege gerade Nahkampf wieder, weil das alleine ist. Ressourcen, schon. Dann. Ja, vielleicht können wir den herlocken, wenn ich die Lichter hier kaputt schieße. Früher Stein werfen. Und. Ein Geräusch. Was ist denn den jetzt hingelockt? Da auf die Treppe da hoch. Ja, nicht gut, weil da ist mein Sichtfeld. Jetzt ist es. Moment. Was war der? Perfekt. Wow! Ach, und da kommt einer runter. Lol, wieso sind die alle aufgeschreckt oben? Lol. Warum? Vorsicht, Vorsicht, der oben. Oh, der Scharfschütze ist wieder Sniper. Da. Ich hau ihn raus, okay. Ah, er haut ab. Lol, wo läuft denn? Oh shit, die kommen alle. Wir müssen hier weg. Komm. Ich gleich mit. Ja, bitte. Nimm sie mit. Lol. Hä? Hört einfach fallen lassen. Krass, dass die so aufgeschreckt waren jetzt. Warum auch immer. Also ich weiß gerade echt nicht warum, ne? Vor allem die da oben. Wegen Nahkampf. Ich meine, du warst im Licht, ja, aber. Aber ich glaube, die haben sich gerade beruhigt, oder? Oder noch nicht ganz? Ja. Nee, noch nicht. Ich überlege, ob ich den Sniper rausnehme. Komm. Ja, den kannst du rausnehmen mit der. Okay. Das Ding ist halt gleiche, wenn sie jetzt die ganze Zeit sehen. Dann hatte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich glaube, der ist ein bisschen erhöht. Guck, die merken das, glaube ich, gar nicht, oder? Ja, wäre ganz schön. Aber die könnten sich jetzt langsam mal wieder beruhigen. Ist jetzt der Alarm? Nö, nee, also bei mir ist jetzt nichts rot oder so. Nee, nee, das meine ich nicht, aber Alarmglocken. Ah, fein zu. Okay, dann haben sie, beruhigen sie sich auch gleich wieder, wenn sie nichts finden. Mhm. Dann können wir uns erstmal um den da unten kümmern. Das sind zwei. Ja, meine ich ja. Sag mal, wer hat eigentlich dort das eingesprochen? Wer geht in so ein Synchro? Ich weiß nicht, was das ist, aber ins Studio und vor mir kannst du dich nicht verstecken. Wer macht sowas? Verstehe ich nicht. Ja, so man damit Geld machen kann. Aber ich glaube, das mit den Lichtern, das bringt extrem, also da. Ja. Habe ich auch gerade gemerkt, ne? Das macht echt was aus. Die Lichter machen. Oh, auch der eine geht eventuell gerade die Treppe nicht hoch, okay, was? Doch, 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 du hast recht, der kommt die Treppe hoch. Nee, ich habe den. Wow, da ist noch einer! Wow! Den habe ich ja gemeint. Möchtest du wirklich? Nee, komm, lass mal. Die Leiche sehen sie dann immer. Ja. Ich habe den könnte man eventuell anlocken. Warte mal, ich öffne den schon mal hier unten rein. Mal gucken.
Das hat er nicht gehört. Gehört. Also erstmal draußen. Ah, das hat er gehört. Ja, ich geh weg. Lol, wie er da gleich angesprintet kommt. Ich kann sagen, so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Oh, der andere kommt. Ja, geh du gleich hoch, geh du gleich Platz wechseln. Wow. Er kommt, lauf. Boah, das war knapp. Nee, ich glaube, das war... Puh. Okay. Ja, wir müssen hier auch das Licht ausschalten. Sehen Sie uns hier drin nichts. Hackensackre. So, eigentlich perfekt, weil die oben, die sind ja nicht mehr alarmiert. Die stehen wieder alle schön in Reihe. In einer Reihe. In Reihe. Okay. Boah, in einer Reihe. Boah, das wäre, wenn wir da, wenn wir das seitlich irgendwie stehen. Und dann darfst du 4 oder 5 Leute gleichzeitig rausballern, ja. Das wäre der Hammer. Ladung dran? Ja. So, dann erstmal wieder da hoch. Einfach rennst du hin? Ah, jetzt sind sie wieder alle aufgeschreckt. Dann wollen wir da hin. So. Und als nächstes, eigentlich da oben ist noch eine Waffe. Was ist das? Anlage neutralisieren. Jo. Ja, das ist dann Hauptziel sogar, oder? Jo. Ja, dann machen wir das gleich, oder? Hier unten irgendwie rein und dann... Hä? Da hinten rein, würde ich sagen. Falls wir echt dazu kommen, wenn die in der Reihe stehen und ich kann sie in der Reihe erschießen, oh, das will ich machen. Aktuell schaut es eher schlecht aus, wie wir rumlaufen. Bisschen Geduld. Wow! Da ist ein Sniper. Wo? Was? Die haben sich wieder eingekriegt, bevor du irgendwas schießt oder sonst was? Die stellen sich jetzt in die Reihe. Glaube ich wieder. Einer kommt, aber einer geht aus. Deckung abgeflogen. Was? Wieso? Der Sniper. Warum guckst du? Da waren zwei Sniper, das sind zwei Sniper. Ja, dann stell dich nicht so blöd in die Wiese. Ich habe nur den einen gesehen. Ach so, eingesammelt hat er schon. Ja, ich sehe so einen Adler. Müssen wir mal markieren. So. Ah, perfekt. Wo ist denn der scheiß Sniper da jetzt da drüben gewesen? So, jetzt stellen sie sich erstmal hoffentlich wieder in die Reihe auf. Na? Was ist mit euren schönen Formationen? Oh, da kommt gerade einer. Oh, das ist nicht so gut. Achtung, da kommt einer. Kannst du den da oben mal markieren? Ja. Ach scheiße. Ja. Der ist schneller wie ich. Den da oben habe ich eigentlich gemeint.
Den da. Ja. Weil die stehen wieder jetzt in der Reihe. Das ist nice. Also wenn das Ding nochmal schießt, hau ich den Adler mal weg. Ah, da kommt noch ein. Ah, jetzt kommst du da hin jetzt? Kannst du erwischen, die Fünfte? Ja, weil immer oben die Nerven, der geht die ganze Zeit hin und her. Soll ich ihn rausschießen mal? Warte mal, ich speichere jetzt nochmal ganz kurz. Genau. Probier das mal. Ach, wo geht denn der jetzt hin? Keine Ahnung, auf die andere Seite. Warte, da kommt der andere wieder. Ich könnte ihn jetzt rausschießen, wenn es wäre. Soll ich machen oder eher nicht? Beim nächsten lauten Geräusch, ja. Gut, dann tue ich mal zum Wechseln, dann schieße ich mit normaler. Ja, wollte der andere ist ja direkt vor dir, ne? Ja, den will ich dann erschießen. Beim nächsten lauten Geräusch. Hä, was ist denn jetzt los? Also ich kann aktuell nicht auf ihn schießen. Ich mach wow! Nachkampf. Moment. Da hinten ist der Sniper. Wow, bin fast gesehen. Scheiße, ich kann die Leiche nicht wegräumen. Da war einer nicht markiert. Das gibt's nicht. Ich glaube, wenn die jetzt hier runterkommen, bin ich voll am Arsch. Kann ich jetzt? Nee, das ist keine Chance, sobald ich eine Millisekunde rausgehe. Wenn ich das Licht kaputt schieße, vielleicht? Also, ich könnte auf beide schießen, wenn's wäre. Ich hab die Leiche. Oh, ich bin unten. Haben wir einen schon mal weniger. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Untersuchen die das? Ja. Oh shit. Ja. Wo geht der hin? Oh Gott, ich dachte, der geht runter, der Sack. Soll ich ihn weglocken oder ist alles in Ordnung? Alles gut. Ich nehme mit Nahkampf raus. Sehr schön, sehr schön. Gleich runterbringen in den Busch. Oder kümmt einer? Oh Scheiße! Oh Gott, wie viele kommen denn da jetzt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung warum. Also eine Leiche haben sie gefunden, das ist jetzt blöd. Als werden die anderen auch alarmiert sein. Wo links? Kannst du den? Oder wenn er unten ist? Boah, ich kann mich gerade gar nicht. Oh Gott sei Dank. Warte, den einen kann ich auch rausschießen. Perfekt. Leichen gleich weg. So viele wie möglich. Hallo. Hallo. Leichenentsorgungsteam. Was geht? Mehr nicht. Tja, dann eben nicht. Oben lag da noch was. Kommt her, der andere. Er ist hier irgendwo. Hey, wo ist denn die Leiche, die ich. Ach, da. Da habe ich noch eine Leiche, die hebe ich noch auf.
Ich auch schnell noch runter. Ich auch. So. Hä? Hey, habe ich noch nicht durchsucht. Denke, ich habe jetzt alles gekrallt. So, und jetzt schaue ich mal, ob ich nach links komme. Ja. Und die rausschnippen. Aber die stehen immer noch so da, oder? Ja. Oh, geil. Von wo waren der eine Schaden? Den, aber nicht von rechts, oder? Doch, beide rechts. Aber ich habe den einen Blick. Aber du musst vorher speichern, bevor... Ja, warte, speichern. Ist gespeichert. So. Ach, da ist noch ein Ding. Bleib bloß wachsam! Offizier noch. Hast du gerade was gemacht? Ich habe nur gerade was ausprobiert. Ah, sind die aufgeschreckt? Nee, alles gut, nee. Alles gut. Ja. Gott sei Dank. So. Vorsichtig jetzt! Musst du mir nicht zweimal sagen. Komm schon. Also du wartest jetzt auf Geräusch? Ja. Alles klar. Ich bin ja gespannt jetzt. Speicher? Kann gerade nicht speichern. Sei vorsichtig! Hört sich gut an. Oh, lädt noch. Oh. LOL! LOL! Das juckt überhaupt nicht. Hä? Der Fuck war das. Das hat überhaupt nicht interessiert. Nicht mal einer ist dran gestorben. Was? Nee, was hast du denn gemacht? Ganz mal draufgeschossen mit dem Gewehr. Und da war nur eine normale Hitbox. Aber mehr nicht. Das ist jetzt irgendwie traurig. Das ist wirklich traurig. Hallo, aber die stehen doch nicht, blöd gesagt, nicht ums... Oh. Nicht LOL! Du schießt ihm einem doch in den Kopf, oder? Ja, allen. Ich weiß es, ich kann auch sein, dass es Hals war, aber. Wollte ich eigentlich genauso die Helme vermeiden. Aber. Nochmal neu laden? Nee, die haben mich nicht gesehen. Ich will. Ja, weil es nicht ging. Deswegen. Du hast zwar auf ihn geschossen, aber die wissen nicht, wo das herkam. Okay. Nee, ich hab grad nicht auf die geschossen. Ich hab, auf die Laternen ausgeschossen. Ach so. Beim nächsten Geräusch schieße ich. Atlas kaputt. Was war das? Ich sehe lieber mal nach. Oh Scheiße, komm näher zu mir, komm näher zu mir. Gut, so. Aber die werden jetzt gleich sagen, hey, wir haben jemanden verloren. Ja, natürlich werden die das sagen, aber die finden keine Leiche, also von daher. Ich glaube, ich schmeiß die Leichen erstmal nur noch darunter. Ja, das sollte reichen. Lol, habe ich den nicht gekillt in einem Schauschutz? Ach halt, wir haben neu geladen. Ah ja, sie kommen schon daher gelaufen. Oh shit. Vielleicht hätte ich die doch da wegtun sollen, die Leiche. Aber die laufen genau dahin, wo ich ihn gekillt habe, ne? Merkst du das? Mhm. Bleiben genau da stehen.
Ich trage gleich Leon weg. Oh ja, mach das mal. Naja. Es ist nicht leicht, weil ich hätte gerne eigentlich einen Offizier. Es ist jetzt gar nicht mal nötig, dass wir die eigentlich alle killen. Aber den Offizier hätte ich irgendwie gern. Das ist mein Problem. Wenn ich jetzt einen Stein oder so schmeiß, reagieren alle, oder? Rennen alle hin. Ja, ja, klar. Ich sag mal, blöd gesagt, könnte man da doch diese Stolperfalle oder sowas hinhauen. Stimmt, ey. Dann laufen sie alle da rein. Das kommt aber einer einzelnen runter, das ist doof. Ich glaube auch, dass die... Du bist beim Licht, ne? Denk dran. Ich hab da auch ein Licht, aber ich habe nicht ausgeschossen. Gehen die jetzt echt da runter? Komplett? Gehen die bis ganz nach runter jetzt? Aber gut, dass du die Leichen mitgenommen hast, ey. Wow, warum rennen die? Bist du im Busch? Oh mein Gott. Oh oh. Ja, Gottes Willen. Toll, der hat es nicht gesehen. Was? Bist jetzt nicht aufgeflogen? Lol. Lol. Alter, geil, dass ich den einen hätten Headshot reingedrückt habe von da hinten. Komm, komm, komm. Oh shit, Ding, ja. Ich hab nicht die leise Dinge drin. Scheiße. Alles gut aber, oder? Bei mir ist aber gelber Kreis. Warte, wir müssen die Leiche bei mir holen. Nicht. Bei mir ist kein gelber Kreis. Irgendeine. Ja, durchsuch aber alle, weil ich weiß nicht, einer von denen ist, glaube ich, der Offizier. Ich weiß aber jetzt echt. Oder war der überhaupt? Ich, oder. Hä? Alter, der Busch ist von der Leiche. Der Leichenbusch. Alles klar. Ich war jetzt gerade verwirrt, dass die das irgendwie nicht geschaltet haben. Ja, weil du, der eine, der hat, den hast du Nahkampf gemacht. Und da hat dich eigentlich nur einer gesehen. Und den habe ich aber direkt einen Headshot reingedrückt mit meiner Pistole. Und der andere, der war noch hinter der... Ja, aber, naja. Ich glaube, das ist ein Offizier. Ich glaube, den drücke ich gleich mal. Komm, wo bist du? Geht in Deckung. Geräusch. Bitte. So. Wow, Scharfschütze. Ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab ihn gleich. Beim nächsten lauten Geräusch gehört er mir. Ich schieße auf den anderen Scharfschützen. Nee, er rennt gerade weg, warte kurz. Ich schieße aber auf den anderen Scharfschützen, der da ist. Okay, lautes Geräusch. So nicht, mein Freund. So, der ist auch tot, der andere. Kann man das eigentlich hier zerstören oder was auch immer ist es? Ja, ich... Irgendwo kann man hier... Ach nee, das ist so ein Geschütz. Ach so, ja, das da. Da oben, glaube ich. Hier ist eine Leiter. Okay. Ach so, ich könnte hier Leiste sabotieren, dann müssen wir sie in die Luft jagen. Ach so. Echt? Ja. Okay, warte, dann gehe ich runter. Hallo. Kann ich das hier?
Kann ich das jetzt irgendwie aktivieren oder sowas? Oder muss ich drauf schießen? Hä? Was war da jetzt gestanden? Ah. Ich markiere nochmal ein paar, die nicht markiert sind. Sabotiere die Steuereinheit der Radarschlüssel. Muss ich da jetzt nicht einfach nur drauf drücken oder was? Sind gar nicht mehr so viele Feinde. Na gut, bevor ich da irgendwas mache, mal speichern. Warte, bevor du... Gehen wir dann direkt zur Waffe zerstören da oben, oder? Warte, ist das alles jetzt hier, oder was zum... Nee, zerstöre die deutschen Schiffsartillerien. Also irgendwie, ich glaube, wir müssen es trotzdem zerstören. Ach, zerstören. Zerstören wir es doch einfach. Ja, zerstörst. Ich check's gerade nicht, was ich da unten machen soll. Ich kann nichts irgendwie machen. Wow. Wow. Hey, Luxus. Wow. Hat keiner gehört. Ach, das ist die Waffe da. Sollten wir aber vielleicht noch ausnutzen, die Waffe, oder? Welche Waffe? Ja, die links. Die wir mit. Wow! Ein Scharfschütze und ein Panzer. Oh ja. Schießt es Geschütze? Ja. Hast du den Scharfschützen erwischt? Nee. Achso, ja, warten wir trotzdem auf den nächsten. Oh, wow. Gott, das sind ja zwei Scharfschützen. Ich kann nicht schießen. Ja, mein Herzfrequenz ist zu hoch. Kannst du schießen? Ja, aber... Hey, das ist ja ein Panzer daneben. Lol. Da schieße ich schon. Hey, bei mir ist er hinter dem Stein. Ist er jetzt tot oder nicht? Hallo? Der ist tot, ja. Beide sind tot. Hast jetzt... Oh. Das sind einige nicht. Ja, ich glaube, wir haben doch schon so eine Art Alarm jetzt ausgelöst. Dadurch, dass wir das in die Luft gejagt haben. Ich schieß den mit einem Fragezeichen. Oh, Scheiße. Wow, fuck, da ist ja gerade einer bei mir. Ja, wenn das Geräusch kommt, dann schieße ich ein paar. Und ich versuch's zumindest. Er lädt nach. Oh, hat er natürlich überlebt, ey. Holy shit. Deckung aufgeflogen? Deckung aufgeflogen? Was? Warum? Ja, vielleicht weil er nicht sofort gestorben ist, deswegen vielleicht. Hm. Ist das Ding... Ist noch nicht zerstört, sollen wir es vielleicht am Schluss zerstören, weil da geht ja ganz schön die Post ab, wenn wir das zerstören. Ja. Das ist heftig. Wir können ja mal, habe ich die Ding dran geklatscht? Vielleicht können wir dann von der Ferne drauf schießen. Ja, genau, das ist eine sehr gute Idee. Ich gucke nochmal nach, ob das drauf ist. Also drauf wär's. Wenn wir dann vielleicht hinkommen, dann. Aber lass. Jetzt bin ich runtergefallen. Warte, ich muss mal kurz gucken, wo ist denn das? Hier oben. Hier die einfach gerade die Leiter hoch und dann auf dem Fett auf dem Teil drauf. Okay. Ja, da kann man aber fast nicht drauf schießen, oder? Ich weiß nicht, sehen wir dann. Vielleicht von da hinten oder sowas, aber. Ja, sonst gehen wir halt nochmal hin, aber ich mach da jetzt ehrlich gesagt nicht. Da geht ja. Man kann ja jetzt schon ein bisschen aufräumen, dann ist es. Ja, genau. Das darf ich auch sagen. Was ist mit den zwei Snippern? Die existieren gar nicht. Nee. Die kommen erst, wenn. Das ja. Ding in die Luft geht wahrscheinlich. So, das ist die Frage, sollen wir uns da ein bisschen durchschleichen und einen nach dem anderen versuchen rauszunehmen? Oder sollen wir
immer wenn der Schuss kommt, einen oder zwei rausnehmen. Das könnte man machen, ja. Was von beiden? Wenn es laut wird, mal Palo da rausnehmen. Okay. Ich erschieße erst den einen Fetten da hinten. Mhm. Ach so, nee, der ist ja ganz woanders. Lol. Oh, wobei, doch den da hinten kann ich erwischen. Wenn es laut wird, erschieße ich einen. Ich auch. Wird noch. Wow, dein Schuss hat ihn aufgeschreckt. Wow, okay. Aber... alles gut bei mir. Einer gelb ist da unten, da rechts, ja. Irgendwie eine. Kann es gerade aktuell nicht auf jemanden schießen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Also ich könnte auf jemanden schießen, aber ich bin zu zweit und so. Oder ich glaube, dass du den umgebracht hast, den ich auch hätte umbringen können. Also ich glaube, das war perfekt. Ah, ja. Der eine, der ist ewig zweit da unten, also. Ich überlege gerade, ob ich da den einen killen soll. Eigentlich die zwei, da können wir auch gemeinsam killen, oder? Wo du auch gerade hinschaust, da. Leo ist sich gerade begegnet. Ja, genau, so. genau. Beim nächsten Geräusch. Warte, ich kann... Nur noch auf dem jetzt sind beide verdeckt. Ich kann rechts. Nee, sind beide verdeckt. Den rechten kann ich schießen. Gut. Nein, ich hab daneben. Das war jetzt, weil er genau sich jetzt bewegt. Lol. Ich hab jetzt extra nicht geschossen. Ich hab geschossen, aber daneben, weil er sich genau bewegt hat in dem Moment. Also zurückgegangen ist. Das ist nicht aufgefallen. Das fällt jetzt nicht auf. Welchen nimmst du am Fass? Und ich den am Fass, ja. Gut, und ich nehme den anderen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Schnell! Ja, nein, jetzt kann ich nicht schießen! Doch, jetzt kann ich schießen! Nein, ja, fuck! Shit. Ist nicht gut jetzt. Ah, das ist bei den zwei so Probleme gemacht hat jetzt. Warte, den kann ich auch leise rausnehmen, wenn es ist. Also wenn es laut wird, erschieße ich ihn. Ans... oder so. Sollen wir nie wechseln? Gut, das Geschütz lassen wir jetzt auch erstmal, oder? Das ist eigentlich ganz nützlich. Ja, das ist nützlich. Sollen wir die Leichen erstmal aufräumen, oder? Ach, das ist aber wurscht, oder? Okay. Ich nehme mal den da unten raus, ne? Welchen? Achso, ja, machen wir. Ja, der da vorne animiert war, weil der geht mir ein bisschen auf den Senkel. Wow, das sind aber noch ganz schön viele. Holy shit. Ja, ich glaube, den nehme ich doch nicht raus. Das sehen zu viele. Aber der ist unten an der Straße. Das interessiert uns eigentlich eh nicht so richtig. Ups, da lauf halt die Taste. Komm mal zu dir, den lassen wir doch. Das ist eine Lupe. Was heißt denn das? Ach, eine Kiste. Ach so. Ah, na, durchsuchen wir mal. Vielleicht gibt es ja mal ein Sammelobjekt. Hier gibt es wohl nichts mehr zu holen. Warte, wir können ja auch schon mal die Sprengladung dran tun. Und dann können wir vielleicht auch dagegen schießen einfach. Jo. Gute Idee. Ich versuche mal eine gute Position für diese Leute am Tanker zu killen, zu kriegen. Mhm. Ah ja, hier ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ich würde sagen, kannst du da auch schon irgendwie schießen? Bist du in Position? Theoretisch, ja. Okay. Auf die drei da beim Truck, oder? Genau, den einen nennen wir mal Pfeil. Zur Koordination. Den einen nennen wir Pfeil und dann... ich weiß jetzt nicht, wie es von dir links... der eine beim Truck und der andere an den Sand... bei der Kiste, genau. Ich könnte den bei der Kiste killen.
Ich kann alle drei killen. Ja, ich könnte auch alle drei, aber von der Taktik her wäre es eigentlich jetzt ganz gut, wenn wir Kiste und Pfeil gerade töten und dann zusammen den in der Mitte halt, oder halt. Okay. Also, oder warten halt, wie er reagiert. Oder wir killen... Ah, Pfeil und den beim Truck könnten wir machen, dann... Ah, scheiße. Nö. Warte, jetzt wird's gerade kritisch. Ich will gerade auf den Truck, könnte man schießen, explodiert der dann eigentlich, ne? Ja, der explodiert, aber das ist wieder laut und tut der, guck mal, wie viel oben sind. Das sind ja mehr wie die drei. Ja. Die werden alle alarmiert. Also ich kannst du jetzt auf den Pfeil schießen? Ich könnte auf Kiste schießen. Auf Kiste? Dann dort ja. Ich auf Pfeil schießen. Ach, komm schon. Bewegt euch doch nicht die ganze Zeit. Oh lol. Wetten, jetzt schießt's gleich. Pfeil und Kiste. Pfeil und Kiste, okay. Kommt jetzt nichts mehr? Oh, komm schon. Ich habe jetzt lang kein Geräusch mehr gehört. Ich auch nicht. Haben die jetzt aufgehört zu schießen, oder? Hallo, ein... was los? Ja, ich glaube, das ist aufgehört zu schießen. Das Geschütz. Alter, wie nervig. Das haben wir es eh schon. Wahrscheinlich genau, wahrscheinlich sieht, wenn du die Ding hinklebst. Ein Sprengstoff. Ja, dann Ding sie auch, ja. Jetzt hören wir mal auf. Kannst du dich irgendwo verstecken? In ein Gebüsch oder hinter einer Kiste oder sowas, wenn ich ihn zu dir lock? Nahkampf? Aber es muss halt so sein, dass die anderen dann keinen Blick drauf haben. Leg grad wohl. Oh, ich könnte mich da drüben hinstellen. Hier so. Siehst du mich? So ein bisschen. Warte kurz, ich muss kurz sein. So. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Okay, dann wenn. Aber wie möchtest du ihn denn zu mir locken? Ich könnte vielleicht einen Stein werfen. Mit einem Stein, aber ich muss ihn ja erstmal zu dir locken mit einem Stein. Wenn der andere weggeht. Ich kann ja selber Stein werfen oder. Ja, aber dafür ist er zu weit weg. Leichnam gefunden? Da war doch ein Geräusch. Hä? Geräusch gehört? Hm? Spieler gesichtet? Wow, da hinter mir auf der Brücke steht ja einer. Oh, wo kommt denn der her jetzt? Hey, da ist doch etwas. Scheiße, das ist jetzt nicht gut. Der eine kommt. Scheiße, scheiße, scheiße. Warum? Ich lock mal einen zu mir her mit Nahkampf. Mhm. Ich kümmere mich mal um den, der die Leiche gesehen hat. Wieso hat der denn da... Alter. Ah, hier kann man überhaupt gar keine Leichen verstecken, das nervt. Kann ich schon wieder durchsuchen? Nee. Hast du eine? Ich habe einen gekillt, ja. Ich töte mal die zweite Leiche hier entsorgen, die er vorhin gefunden hat. Boah, ich überlege gerade, wo ich den am besten essen werde. Die kannst du sauschlecht Leichen verstecken, ne? Nicht ah ja, hier ist schon. Voll doof. Wow, kommen da viele. What? Behalte dich bedeckt. Behalte dich sehr bedeckt, wenn es geht. Da kommen gerade ganz schön viele auf dich zu. Echt? Oh! Mhm. Ja, die werden jetzt die Leichen finden, die ich da hintergeschmissen habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber warum jetzt? Das Kinder. Ich weiß es nicht.
Alter, für die Map. Ist ja, die Leichen hey, was da? Ja, genau. Oh, haben sie Leichen könntest gemacht. Du jetzt auf diese scheiß Fass einfach. Oder ich kann auf. Nee, ich kann aufs Fass nicht schießen. Yeah. Wunderschön reagiert. Wunderschön reagiert. Perfekt. So, jetzt haben wir die auch weg und keines alarmiert. Sehr gut. Alter, das war jetzt mega nice. Das waren ja oh, voll yeah. viele. Das war eine perfekte Idee von dir. Ach, das war's. Und dann ist halt eine übrig geblieben und du hast gleich geschalten, weißt du? Und gleich den nehme ich noch, den schieße ich noch. Ja, ich finde den Friedhof hier okay. Ich mache hier noch das Licht aus. Ich finde den Friedhof hier okay. Ich mache hier mal das Licht aus, damit das nicht gleich jeder sieht. So. Ja, dann haben wir eigentlich es auch erledigt, uns da reinzuschleichen, weil die sind eh alle rausgekommen und. Ja. So, dann ich gehe mal davon aus, dass es hier unten irgendwo drin ist. Hier irgendwo. Hallo. Chaos Kessler. Wer zum Teufel sind Sie? Sie Hä? Kommen mit mir. Was ist los? Bin ich abtrünnig geworden? Die OSS hält Sie für ziemlich wertvoll. Ich hoffe, die haben recht. Alter, die okay. müssen wir jetzt aber nicht. Der läuft jetzt nicht mit uns mit, oder? Ist das der Typ, der einfach. Muss man irgendwas machen? Schießen. Hä? Hä? Ja, okay, mal einfach wieder, oder? Schauen wir, ob der mitgeht. Oder ob das schon war. Warte. Map? Aufgaben? Zerstöre die deutsche Schiffsflotte. Ich habe Kessel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun. Achso, sobald ich alles erledigt habe, muss ich ihn hier wegschaffen. Okay. Achso. Gut, also die zwei Sterne sind noch zwei Hauptaufgaben. Ja, also ich dachte, dass diese. Ich dachte, bei links sind doch keine Gegner mehr, oder? Ne. Da ist noch der Scharfschütze, glaube ich. Also ich sag mal, diese Schüssel zerstören ist auch noch eine Hauptaufgabe. Warte kurz, die Waffe zerstören, das könnte man machen. Wenn wir vielleicht. Achso, das ist gar kein Gegner. Ja, wo kam vorhin der Panzer her? Ich glaube, wenn du die Schüssel zerstörst, dann. Ja. Zerstör mal das Geschütz, das schießt eh nicht mehr. Perfekt. Genau. Dann haben wir das erledigt und jetzt haben wir. Oh, haben doch drei Leute aufgeschreckt. Anlage. Wie kommst du auf drei? Ja, auf der Hauptmap, da sind plötzlich drei gelb markiert. Ah ja, genau. Dann würde ich sagen, einfach schnell die zwei rechts. Ah, guck oder? An, vorne kann man auch Sprengstoff platzieren. Glaube ich. Oder war das nur das Licht? Ah ne, es war das Licht. Es hat gerade so geflackert. Aber. Ich weiß jetzt nicht. Schade, dass es nicht mit Fern geht. Kann man da nicht C4 irgendwie und dann Fern? Hast du C4? Ja, das geht. Obwohl, wenn man. Ne. Habe ich C4 dabei? TNT. Ich habe kein C4 dabei. Nein. Hä, was ist denn das? Anvisierten Breitfächern, eine Leuchtpistole. Ich habe es mir auch gerade angeschaut. Für was brauche ich eine Leuchtpistole? Zu ablenken oder so? Eine Stielhandgranate als Kleber! Aber das bringt, glaube ich, auch nichts, ne? Die irgendwo hinkleben? Nee, das bringt auch nichts. Gerade TNT habe ich nicht. TNT hätte ich. Aber ich kann es nicht irgendwie fernzünden oder so. Ach so. Ja, terminiert? Das ist dann zeitlich, oder wie? Das ist wie. Ja, wie bei den Rucksacks. Rucksackbombe wahrscheinlich dann dieses 100-Zellen. Aber was machen wir mit normalen TNT? Ja doch, oder? Das müssen wir ja fremdzünden. Ja. Warte mal, ich mach mal kurz. Klar. TNT. Speicher mal vorher. Und, kannst du es fernzünden? Warte, ich speichere mal kurz. Wie kann ich das jetzt fernzünden? Nee. Kannst du echt nur drauf schießen, oder was? Lol, so ein Blödsinn. Ja, das ist halt jetzt. Wow, ich stehe ja direkt bei dem TNT.
Ahnung. Kann man anscheinend nicht. Tja. Schade. Ja. Ja, aber ich würde echt die zwei der unteren machen. Obwohl, Glück sagt, wir müssen die so oder so killen, weil wir müssen den Typen irgendwie rausschaffen. Also, wir könnten auch. Ich weiß nicht, wie gut. Ja, die sind alle im Tunnel. Die sind aber alle im Tunnel, ne? Aber. Wir könnten doch hier schon mal Minen und sowas hinsetzen. Oder wenn auch der Panzer. Dass die vielleicht einmal reinfahren. Der Panzer, der war aber oben. Der Panzer war hier. Der ist hier irgendwie rumgetuckert. Hier, auf der Straße hier. Echt? Ich dachte, der war. Der ist doch hier hochgekommen, wahrscheinlich, oder? Ein Panzer gesehen. Das war beim Scharfschützen oben. Das war da oben. Genau, und einer war hier unten. Das war noch einer. Vorbeigefahren. Ja. Und jetzt überlege ich gerade, ob wir einfach hier schnell. Mehr nicht. Tja, dann eben nicht. So, das mache ich jetzt einfach mal. Zwei reichen nicht für einen Panzer, oder? Müssen es drei sein? Nee, zwei. Zwei reichen für einen Panzer. Also für die leichten Panzer da von Ding. Ja. Kann ich die Kiste durchsuchen? Lalalala. Ich gehe gerade durch ein Minenfeld, also wenn ich sterbe, ist was schön mit dir. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt, hier durchzugehen. Aber ich glaube ja nicht. Ich glaube, hier ist nichts. Ich weiß gar nicht, wo der Scharfschütze war. Ja, irgendwie hier so drüber. Lass los. Es gibt überhaupt keinen Sinn, dass sie genau hier Stacheldraht hergetan haben. Ja, mal. Für den Scharfschützen, damit er nicht ausbrechen kann. So, hier ist anscheinend das Minenfeld vorbei. Ach, schau einer an. Ein Schein. Ein Sammelobjekt. Ach, jetzt sind wir hier. Hier hätten wir auch lang gehen können. Aha. Okay. Naja, wenigstens haben wir es mal deinstalliert, wollte ich schon sagen. Entschärft. Aber bevor wir das alles jetzt machen, jetzt haben wir eigentlich uns relativ gut vorbereitet. Die Folge ist eh vorbei, sind wir wieder bei einer Stündchen und ich würde sagen, wie wir es dann machen, ob wir das zuerst zerstören und dann die killen oder erst die killen und dann zerstören in Ruhe, das entscheiden wir ja mal in der nächsten Folge und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss. Ciao.